Und über diese Konjunkturprognose spreche ich jetzt mit Professor Kai Carstensen. Er ist Leiter Konjunktur und Befragung beim IFO-Institut. Professor Carstensen, für das Schlussquartal erwarten Sie einen Rückgang der deutschen Wirtschaft um 0,3%. Was sind denn momentan die Belastungsfaktoren? Eurokrise alles andere als ausgestanden ist. Das ist sozusagen der grundsätzliche Belastungsfaktor. Und wenn wir uns dann die Entwicklung beispielsweise der Produktion im verarbeitenden Gewerbe anschauen, die ist in den letzten Monaten alles andere als positiv gewesen. Es ging nach unten. Und das deutet darauf hin, dass auch das vierte Quartal kein gutes wird, sondern wir einfach im Niveau unter dem Vorquartal liegen werden. Das ist keine Rezession, aber es ist eine Schrumpfung. Viertes Quartal also etwas schwächer und auch für 2013 haben Sie ja die Prognose nach unten korrigiert und das auch ziemlich deutlich. Nur noch 0,7% soll das Plus dann betragen. Sie waren im Sommer ja noch von 1,3% ausgegangen. Was sind denn die Gründe für diese jetzt pessimistischere Einschätzung? Nun, im Sommer hatten wir noch damit gerechnet, dass die Euro-Krise schneller beendet sein würde oder nicht beendet, aber zumindest nicht weiter eskalieren würde. Das Gegenteil ist erst einmal eingetreten. Sie wissen ja noch, die Renditen für italienische und spanische Staatsanleihen waren dramatisch gestiegen, bis die EZB praktisch eine Generalamnestie ausgesprochen hat, in dem Sinne, wir kaufen im Prinzip alles. Das hat die Märkte beruhigt, aber später als vermutet. Und auch für das kommende Jahr müssen wir letztlich eine Annahme treffen. Und die Annahme heißt wieder, die Euro-Krise eskaliert nicht weiter. Wohl wissend, dass es passieren kann, aber wir sind ja keine Propheten. Wir können nicht sagen, beispielsweise, was in Italien passiert bei den nächsten Neuwahlen. Und deswegen treffen wir solche Annahmen. Unter diesen Annahmen geht es dann im Verlauf von 2013 wieder aufwärts. Das heißt, die Euro-Krise oder die erneute Eskalation verschiebt praktisch den Aufschwung um zwei Quartale nach hinten. Das heißt, die Eurozone ist dann aber mittlerweile auf dem richtigen Weg? Das kommt darauf an, was man darunter versteht. Also konjunkturell gesehen wird auch 2013 ein schwieriges Jahr. Insgesamt dürfte die Eurozone leicht schrumpfen, ohne Deutschland gerechnet sogar noch deutlich stärker, um einen halben Punkt, Prozentpunkt. Die Eurozone ist insofern auf einem guten Weg, als Reformen angestoßen wurden, aber sie ist noch weit weg von ihren Zielen. Und meine Befürchtung ist, dass es auch noch sehr viel Zeit dauern wird, bis die Ziele erreicht sind. Das zentrale Problem gerade der südeuropäischen Ländern ist die zu geringe Wettbewerbsfähigkeit. Die preisliche Wettbewerbsfähigkeit muss sich deutlich verbessern. Das heißt, Preise müssen relativ zu anderen Ländern sinken. Davon ist bisher leider, außer in Irland, kaum etwas zu sehen. Wie schätzen Sie die Lage denn momentan in den USA ein? Das Problem der Fiskalklippe ist ja bislang noch nicht gelöst und viele Experten sagen auch, naja, so langsam wird es aber doch eng. Ja, es wird eng. Bisher haben allerdings die Amerikaner es immer geschafft, sich in letzter Minute noch zu einigen. Wir müssen auch für die Sache letztlich Annahmen treffen, weil wir ja nicht wissen können, auch als Ökonomen nicht prognostizieren können, was dort passiert. Unsere Annahme ist, dass Teile der Steuererleichterung beispielsweise verlängert werden, dass aber die fiskalische Klippe nicht vollkommen umschifft wird, sondern dass es zu Kürzungen kommen wird, die gerade jetzt im Winterhalbjahr, speziell dann im ersten Quartal, die US-Wirtschaft auch belasten werden. Professor Kai Carstensen, Dankeschön für diese Einschätzung. Gerne.